Das ist Daniel aus Hattingen. Für das Beste im Westen fährt er mit seinem Fahrrad durchs Land. Am liebsten durch Nordrhein-Westfalen. Dabei entdeckt er immer wieder Außergewöhnliches. Etwa wenn er die letzte aktive Glockengießerei in NRW aufstöbert, sich von der besten Pizzabäckerin die Geheimnisse des perfekten Teigs erklären lässt oder das Wittgensteiner Himmelbett als ziemlich besondere Übernachtungsmöglichkeit austestet. Tierisch geht es zu, wenn Daniel auf die schönste Kuh Roxy oder auf das älteste Tier im Westen, die fast 120-jährige Schildkröte Bernhard, im Krefelder Zoo trifft. Was Daniel bei seinen Touren durch Nordrhein-Westfalen aufspürt, zeigt er regelmäßig in seinen Sendungen Das Beste im Westen im WDR-Fernsehen. Ob exotisch, skurril, tierisch oder rekordverdächtig, Daniel trifft auf eine ganze Menge Besonderes. Und die vielen Menschen, die hinter all diesen Geschichten stehen und mit vollem Herzblut dabei sind. Eben immer das Beste im Westen. Und das alles im WDR-Fernsehen.